Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Ride 2 mit einer weiteren Episode Team vs. Team. Heute wollen wir erstmal nach Sierra Nevada gehen. Dort fahren wir mit einem extrem schicken Bike, nämlich unserer Ducati Diavel Carbon. Und ich sehe, dass die Gegner auch eine haben. Unsere Teammates haben übrigens alle etwas stärkere Bikes. Ich glaube, die MV Agusta habe ich auch überlegt, ob ich mir die hole, aber dann habe ich mir gedacht, boah, müssen wir noch nicht machen. Allerdings, haben die Gegner wieder ein paar Leistungspunkte weniger als wir. Gucken wir mal, wie es im Rennen hier dann ausschaut. Ansonsten, die Ducati ist eigentlich mega stark. Deswegen bin ich da etwas zuversichtlich. Oh, bloß kein Crash zwischen Teammates hier. Auf der Geraden sind wir richtig stark. Dafür in den Kurven nicht ganz so. Danke auch an den Comments-Bereich. Da hat jemand, mir ist gerade sein Name entfallen, mir da weitergeholfen, was die Token angeht. Man bekommt sie mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, damit ich das auch mal an euch weitertragen kann, falls ihr auch nicht wisst, was ihr mit denen anfangen sollt. Ihr bekommt sie halt in täglichen und wöchentlichen Challenges, die ihr erfüllen könnt, und damit könnt ihr euch zum Beispiel bessere Teamkollegen kaufen. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, für den Tipp. Oh, da ist jemand auf der Strecke geblieben von unserem Team. Ich habe im Moment 6, da kann ich mir noch nicht so einen guten Teammate leisten. Da bleibe ich erstmal bei David Ortega. Hat so einen schönen Vornamen. Und irgendwann hole ich mir dann gern einen anderen. Denn im Moment dominiert Ortega immer noch alles. Die Konkurrenz angeht. So, kriegen wir den außenrum? Jawohl. Das Ding zieht und zieht und zieht und zieht. Ja, würde ich jetzt noch die Strecke kennen, dann wüsste ich, wie ich die Kurven anfahren muss. Hier wird auch nichts bezüglich eines Vorsprungs angezeigt. Ja, mit ein bisschen Einfahren, da kann man auch hier gegen die Konkurrenz, gegen die eigene Konkurrenz im Team sehr, sehr leicht fertig werden, auch in den Kurven. Kaum lobt man das Motorrad. Ist immer so. Wenn man sagt, dass was gut läuft, dann läuft es nicht gut. Nicht mehr. Ja, der Dude vor uns fährt dieselbe Rakete wie wir. Jetzt muss ich mein Teammate hier, Ortega, vorbeilassen. Damit ich um den Sieg mitkämpfen kann.
also er ist die Kurve so gefahren wie ich in der letzten Runde. Es sah schnell aus, leider. Obwohl es sich in der letzten Runde nicht richtig angefühlt hat. Also im Moment sind wir auf P2, 3, 4 und 7. Mein Fehler in der letzten Runde hat mich hier den Sieg gekostet. Also der zweiten Runde. Ja, da habe ich einfach das träge Verhalten beim Einlenken nicht erwartet, aber es sieht so aus, ja, als hätten wir trotzdem triumphiert. Sehr schön. Schauen wir mal, wie sieht's aus. 37 zu 35, wieder denkbar knapp. Ja, und auch hier hätten Nicholas Moore und Alexander Agnew die Positionen getauscht. Ja, oder irgendwo im Mittelfeld, wenn da nochmal ein Positionswechsel gewesen wäre. Ja, dann hätte es hier ein bisschen anders ausgesehen. Dann hätten die anderen mit 37 zu 35 gewonnen. Oh, schön. Zwei weitere neue Motorräder, die wir uns aussuchen können. Ja, und hier sind wir wieder dabei. Also da gab es auch beim letzten Video, weil ich das noch mal kurz angesprochen hatte. Ja, es gibt zum Beispiel auch in Gran Turismo Ungleichheiten. Und das hat sich schon in der Demo damals bemerkbar gemacht. Ich glaube, GT-Konzept oder so, GT-HD oder so, da gab es mal die Demo, wo die, hier die eine Bergstrecke war, ich weiß nicht mehr, wo sie genau war. Auf jeden Fall, da hat sich schon abgezeichnet, dass immer wieder auch Autos, ja, einen Unterschied von bis zu 3, 4, 5 Zehntel oder so hatten, aufgewiesen haben, aber, und auch in GT5 Prologue. Ne, Moment, im GT5 Prologue war das, sorry. Aber hier zum Beispiel gerade eben war es schon sehr extrem dafür, dass es nur 6 Punkte waren. Ich finde, also klar, sowas kannst du nie perfekt schaffen. Und es wird ja auch zum Beispiel in GT-Rennen versucht, ja. Da versucht man auch eine sogenannte BOP, Balance of Power, hinzubekommen. Es geht halt nicht immer perfekt aus. Aber ich finde halt hier ist diese Diskrepanz zwischen den ganzen Motorrädern einfach zu groß. Also, klar, Unterschiede gibt es immer, ja. Und auch bei Gran Turismo, da bin ich mir sicher, wenn du ein Motorrad so oder so, Quatsch, da sind es keine Motorräder, da sind es Autos, wenn du da das eine Auto hast und auch das andere mal hochzüchtest oder auch mit PS auf diese gewisse Leistungspunktzahl hochtreiben willst oder mit einem Fahrwerk, einem passenden, beziehungsweise halt Gewichtsreduktion, bla bla bla. Die Ergebnisse können sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, sowohl was das Tuning angeht, ja, du kannst vielleicht dieselben Leistungspunkte erreichen, aber es kann Unterschiede natürlich dann trotzdem in der Performance geben, nur glaube ich, sind die selten so groß, wenn man zumindest etwas intelligenter tunt, wie hier zwischen den ganzen Motorrädern. Ich glaube, hier sind die Abstände gigantisch, das habe ich mal ausgetestet. Am Anfang, mit der Aprilia hatte ich das getestet. Da war der Unterschied wirklich riesig. Eieiei, das war knapp mit Kim gerade. Und das ist die eigentliche Sache, die mich so ein bisschen stört. Deswegen meine ich das.
Ach, damn. Oh Gott. So, ganz kurz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss noch mal kurz reinkommen. Man merkt, das Ding hat schon... Das ist, liegt nicht so robust auf der Strecke. Dafür wesentlich agiler als die Ducati gerade eben, aber... Natürlich ein etwas anderes Kaliber mit dem niedrigeren Gewicht auch. Fühlt sich ganz anders an. Ich drehe auch nicht mit jedem Bike irgendwie 5 Proberunden, bevor ich hier in die Folgen durchstarte. Deswegen on the fly kann man sich nie perfekt anpassen. Da wollte ich gerade mal ein bisschen zu viel. So. Mach's gut, mein südkoreanischer Freund. Ich komme so leicht in den Wheelie immer. Ja, mein Lieblingskurs. Ich glaube, der Zusatz zu Manicure war immer Nevers. Also wie never in der Mehrzahl quasi, wenn es das gäbe. Nevers Manicure. Bin mir aber auch gerade nicht sicher. Muss man dazu sagen immer, bevor es da einen Shitstorm gibt. Nö, Nevers passt. Gehört nicht zur Strecke, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall Manicure eine super Strecke. Eieiei. Boah, das war knapp. Seite an Seite da durchgefahren durch die letzte Schikane. Ich habe recht spät für die eine Kurve gebremst. Ich komme hier gerade nicht in den passenden Rhythmus rein. Ich hoffe, da vorne hat einer aus unserem Team die Führung. Ich weiß, die Curbs würde man in echt nicht so hart anfahren. Im Spiel ist es möglich. Mal gucken, wo die KI hier bremst und was der Linienverlauf ist, damit ich weiß, ob ich hier Angst haben muss in der Kurve. Ja, ich versuche mich da immer links am Entfernungsschild zu orientieren, das ist zu spät. Das ist eine recht schwache Performance von mir tatsächlich, also ich bin so ein bisschen enttäuscht. Vor allem in Manicure habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber ich gucke gleich nochmal auf die Bike-Stärke. Oh, tut mir leid, Kim. War nicht beabsichtigt. Ja, heute läuft es gerade... Mit dem Motorrad läuft es nicht so. Bei der Ducati habe ich mir... Komm schon, Kawasaki, die kann mehr als ich. Ich glaube, das passt tatsächlich gut, die Aussage. Ja, mit der Ducati habe ich mir eigentlich nur einen Fehler erlaubt.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, mit dem aktuellen Ergebnis holen wir den Sieg tatsächlich. Wenn auch wieder nur etwas knapp. Nein, bitte nicht. Heidewitzka, war das knapp. Und wie sieht's aus? Das ist der erste Platz. Sehr schön. Boah, wahrscheinlich wieder 37, 35 oder so. Ja, Tatsache. Also, da haben uns unsere Teammates gecarried. Das war knapp. Habe ich es übersehen oder gab es nichts zur Motorradstärke? Hey, cool. Ich nehme die Honda. European Tourer. Schade, dass man hier nicht im Rang aufsteigen kann als Fahrer. Ansonsten wäre das natürlich ziemlich geil, wenn man hier gleichzeitig auch ein bisschen leveln könnte. Und dadurch die neuen Events freischaltet, eventuell. 757. So, ansonsten... Ja, sowas meine ich zum Beispiel. Also wir haben hier 5 Punkte mehr. Das Teil hat eine viel bessere Beschleunigung. Hat übrigens auch... Also bei 12 Kilogramm mehr hat es bedeutend mehr Leistung und ein bisschen mehr Drehmoment. Also auch spürbar mehr Drehmoment. 13 ist auch schon ordentlich. Das sind fast 10% mehr, die KTM aufweisen kann. Und auch was die Graphen angeht, das ist schon extrem deutlich. Und ich bin mir sicher, wenn man die beiden mal auf der Strecke fährt, so wie sie jetzt hier stehen... Das Ding ist zwar 5 Punkte stärker, aber ich bin mir sicher, wenn du so eine 2-Minuten-Strecke nimmst, ist der 3-4 Sekunden langsamer. Ansonsten, ja, ich guck gerade mal, der ist schon ziemlich geil. Die Aprilia ist super. Ja, nehmen wir aber erstmal unseren Super Duke R. Mit dem Ding können wir, denke ich, auch nochmal einiges reißen. Was ist denn das überhaupt für eine Strecke, die wir jetzt fahren? Auch eine gute Frage. Stelvio. Sagt mir nicht viel, wie viele, ich vermute mal Fantasiestrecken oder es sind irgendwelche realen Schauplätze wahrscheinlich, die nachempfunden im Spiel einfach nachgebaut wurden. Wie die Eiger Nordwand, genau so hieß die Strecke in Gran Turismo in der HD-Demo. Gegen den eigenen Teamkollegen möchte man ein bisschen aufpassen. Oh, jetzt habe ich ihn doch berührt. Ah, Mailand! Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Boah, der Kerl, ey. Okay, das war übel. Es tut mir wirklich leid. Oh Gott, das wird teuer bei der Versicherung von ihm. Oh Gott, es tut mir schon so leid, dass ich fast schon neu starten will. Das war wirklich gerade zu heftig. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ihr wisst, dass es nicht absichtlich ist, wenn ich bei jemandem so hart treffe. Ich bin ja auch selbst faires Racing und verlange das ja auch von der KI. Oh Gott. Ah, Moment, das ist nur zu... Oh Gott, jetzt ist der andere Rote auch umgefallen, ne? Oh nee, doch nicht. Okay, gut. Kann ich akzeptieren, wenn ich jetzt auch selbst nochmal runterfall. Ist okay. Aber hier sind wir rein pace-technisch super stark unterwegs, ne? Also der rote Dude da vorne, der Typ aus dem roten Team, hat's überlebt. Finde ich super. Ortega! Ist
ist nicht immer der, der vorne mitfährt? War der nicht auch im Kampf um P1? Okay, scheinbar habe ich zwei Leute zwar runtergerissen noch, aber die haben etwa gleichermaßen viel verloren. Okay, Mate, ich bin heute im Dampfwalzen-Modus. Lass mich bitte mal vorbei. Schrecklicher Sound bei ihm. Klingt unsere Maschine ein bisschen schöner. Wo ich gerade auch den Namen Bianchi lese. Ferrari wird, glaube ich, den kommenden Formel 1 Boliden SF17JB nennen. 17, klar, wegen der Jahreszahl. Und weil 17 auch die Startnummer von dem Nachwuchsfahrer aus Ferrari-Reihe von Jules Bianchi war, möchte man da die Initialen natürlich auch von Jules Bianchi passend dazu einbauen. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte ich es wahrscheinlich noch mega geil gefunden und hätte es sehr, sehr schön gefunden und es wäre eine sehr tolle Geste aus meiner Sicht gewesen, aber mittlerweile hat sich mein Denken dahingehend so ein bisschen geändert und ich denke mir halt, okay, Leute, lasst den Kollegen bitte ruhen. So, es ist natürlich ein schönes, immer noch so ein schönes Denkmal, was man ihm dadurch setzt. Aber da kann auch echt keiner widersprechen, wenn man jetzt sagen würde, ey, das ist auch schon so ein bisschen mit einem leichten Marketing-Hintergedanken natürlich, dass man dann quasi Jules Bianchis Namen nochmal verwenden kann, oder seine Initialen zumindest, und dadurch hat man ja direkt die Pressemeldung, okay, da kommt wieder so eine kleine Dingens, so ein kleines Denkmal quasi an Jules Bianchi. Man merkt, ich bin gerade sehr angespannt und kann deswegen auch nicht richtig. Mein Wortschatz ist sehr eingeschränkt jetzt in dem Moment gerade, muss ich echt sagen. Auf jeden Fall, es ist zwar eine nette Geste, aber ich weiß nicht, es ist nicht 100% altruistisch gedacht. Und deswegen hätte ich es wahrscheinlich lieber, wenn dieses Auto einfach nur SF17, was weiß ich was, nennen. Also klar, es bietet sich jetzt irgendwie an vom Namen her, aber ja, ich find's immer so kritisch. Also heutzutage, da denke ich über sowas auch ein bisschen kritischer nach, wie gesagt. Ich glaube, das ist einfach so, dass man, je älter man wird, differenzierter auch über so verschiedene Themen nachdenkt. Und da sehe ich das jetzt nicht ganz so kritiklos. Okay, kritiklos sehe ich auch nicht das aktuelle Rennen. Da habe ich genügend Fehler gemacht. Aber im Endeffekt habe ich es doch geschafft, mit einer ganz guten Aufholjagd hier mit unserem Team den Gesamtsieg zu holen. Da vorne wurde es nochmal richtig eng am Ende. 3 Punkte mehr für den jetzt Zweitplatzierten, 3 Punkte weniger für uns, also wenn die P1 und 2 getauscht hätten, die Position, das wäre ins Auge gegangen bei uns, aber es hat am Ende doch super funktioniert. So, und die Aprilia von eben, die können wir uns jetzt als Dingens holen, als Geschenk abholen, das ist ja geil. Ist doch die Aprilia von eben, oder? Sieht auf jeden Fall ähnlich aus, sieht aber nach einem neueren Modell aus. Aber sie hatte, glaube ich, 645 Punkte, also es könnte auch mein trügerisches Dingens sein. Erinnerungsbild. So, ich nehme die Aprilia. Ich finde die super. Boah, das Ding hat, das ist ja auch krass irgendwie, ne? Das ist interessant. Also, das ist jetzt keine Kritik jetzt an der Stelle ans Leistungspunktesystem, aber weil die Balken und die Leistungspunkte, die passen dann. Aber ich finde es interessant, dass die Aprilia hier, gut, hat 4 Zylinder, klar, aber
Das Teil hat mehr Leistung, 10 PS mehr, hat 20 Newtonmeter mehr Drehmoment, 200 Kubik mehr Hubraum, 14 Kilo weniger auf den Hüften, aber trotzdem ist die Aprilia schneller. Interessant. So, Desmo Riders, das sind die nächsten. Und das sind dann für heute auch die letzten. Imola. Oh, schön. Nee, Moment, sag mal. Die 848 und die 999R. Die muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz anschauen. So, kurz mal zum Händler gehen. Nach Hersteller. Wo haben wir die 999R? Hier. Ja, okay. Ist weniger krass tatsächlich als erwartet. 636 Punkte. Ja, die hier sind geil. Also vor allem das Ding. Wunderschön. So, die 848. Die ist, glaube ich, ziemlich stark, ne? Ja, im Vergleich zu der 998R, die ich mir damals geholt hatte. Hätte ich mir mal die hier geholt, weil die hat eine bessere Beschleunigung, ein besseres Fahrverhalten und das bei weniger Punkten. Und die kostet nicht mal das Hälfte, die Hälfte. Das Hälfte, genau, ja. Ne, Moment, ich glaube, ich hatte mir die 916 geholt. Ja, und die, guck mal, die kostet 3000 weniger als, nee, die kostet sogar mehr als die hier. Und die bietet allgemein deutlich weniger Punkte. Gut. Ich muss es mir dann spontan überlegen, was ich mir hole. Gut, dass ich mir die Bikes nochmal angeschaut habe. So, Desmo Riders. Ihr werdet jetzt zerlegt in Imola. Oh Gott, ja, das. Also damit kann ich die einfach nur zerrupfen. Und das tun wir jetzt. Meine Güte, ey, das kann echt lustig werden. Rennoptionen. Die KI-Schwierigkeit ist auch bei realistisch. Also auch im Rahmen der etwas schwächeren Rennen muss man mir so minimal zugutehalten, dass wir immerhin noch auf der schwersten KI-Stufe sind. Und bam. Macht's gut, Leute. Oh Gott, das ist. Es ist einfach lächerlich, wenn man mit dem Teil gegen die Konkurrenz antritt, ne? Gott, der erste Beschleunigungsweg. Der fühlt sich so super an. Ja, aber jetzt sind die bei den meisten Geraden auch dran, weil beim Start, da kannst du natürlich das fette Drehmoment und dass die Leistung direkt da ist, das kannst du perfekt ausnutzen. Beim Kurvenausgang geht es auch einigermaßen, aber nie so krass. Aber es funktioniert. Schaut mal auf die Minimap. Ich fahre gerade aber sehr, sehr wurstig, ne? Ich fahre richtig schlecht. Oh mein Gott. Ja, und auch wenn ich die Schikane hier komplett verpatzt habe, der Abstand ist einfach riesig. Also, dass sie in den Kurven näher kommen, ist eigentlich schon logisch. Wir haben halt einfach eine etwas schwächere Kurvenlage. Oh, das ist die Variante mit der langen Geraden. Uiuiui. Stark. Stark, Dave. Dadurch hat der Teamkollege jetzt aufgeschlossen. Yo! Okay, Leute, ich erkenne es nicht, aber ihr müsst mir unbedingt mitteilen, was Ortega für ein Bike fährt. Das will ich wissen. Immerhin ein Teamkollege, der uns hier überholt hat. Aber man hätte wenigstens einen Abstand zum nächstgelegenen roten Fahrzeug einblenden können.
sieht nach einer Aprilia aus. Eieiei. Oh Gott. Nein. Bitte nicht. Jetzt koste ich meinem eigenen Teamkollegen, weil ich mir das Motorrad näher anschauen wollte. Einen sicheren zweiten Platz mindestens. Oh Gott. Ja, aber der kann noch zurückkommen. Vor allem auf der langen Geraden. Wie schnell war der da bitte? Ja, weil ich weiß, dass nach dem Rennen einfach die Autos, die Motorräder nicht gelistet werden. Das ist auch ein bisschen schade. Das ist auch geil, ey. Einfach während der Fahrt auf das andere Motorrad gucken, um zu identifizieren, was für eins es ist. Und dann raste voll in den Teamkollegen rein. Ja, super. Gut gemacht, Dave. Da kann man mir echt auf die Schulter klopfen. Unabhängig von der KI-Stufe, das war einfach nur Panne. Aber ich finde es cool, wie viele Motorräder wir jetzt gewonnen haben. Also beim Team vs. Team, da kannst du echt super absahen. Wir haben jetzt 8 gleich. Mit der Ducati, die wir jetzt kriegen werden. Da müssen wir mal schauen, ob man nochmal gegen die anderen Teams antreten kann, die man bis jetzt schon besiegt hat, um dann nochmal 8 Motorräder abzusahen, gegen die man sich bei der ersten Wahl entschieden hatte. Boah, das wird richtig eng, was die Gesamtpunkte angeht, ne? Ich könnte uns jetzt den Gesamtsieg gekostet haben, das wäre dumm. Safe auf P1 und 2 hier durchfahren können. Die sind alle auf einem Haufen. Das ist echt offen, wie das hier ausgeht. So, und ich übertreibe es jetzt auch nicht, damit ich wenigstens den Sieg sicher nach Hause hole. Aber ich glaube, da ist sogar der Viertplatzierte. Da sind, glaube ich, 3 Rote hinter uns. Komm schon, bitte. Ich hätte es verdient, dass ich hier den zweiten Platz hole als Team. Ja, und den holen wir auch. Ein wenig ärgerlich. Ja, und Ortega, der hat sich zwar noch ein bisschen zurückgekämpft, aber... Ja, der hätte eigentlich mindestens 12 haben müssen, ja. Meine Güte. Komm, das starten wir dann nochmal neu. Da gebe ich mir noch einen kleinen Versuch. Wobei, Moment mal bitte. Neustart. Genau, Teilnehmer. David Ortega, was fährt er? RSV 1000 SP. Er hat 36 Punkte weniger als wir. Krass, also auf der langen Geraden kann er echt flott was holen. Frage ist natürlich, kann er uns jetzt besiegen? Nach den ersten Kurven P1 und 2 für uns. Hat auch gerade natürlich im Verkehr festgehangen. Eieieiei. So, ich habe mich sowohl ans Motorrad so ein bisschen gewöhnt, als auch an die Strecke. Ja, und da kommen super Zeiten jetzt bei rum. Also,
Man merkt es vielleicht, aber ich fühle mich mit dem E-Bike ziemlich, ziemlich wohl. Mit der Strecke auch. Ich glaube, das ist fast schon die beste Kombination, die es für mich persönlich im Spiel gibt. Meine stärkste Kombination. Dieses Motorrad und diese Strecke. Das war ein Schild zu früh, glaube ich, gebremst. Ja, ja. Deutlich später geht da noch was. Oh mein Gott! Oh, da wollte ich zu viel. Oh, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das so rausdreht. Ja, diese Rinnen neben der Strecke. Mir ist schon klar, dass sie existieren. Also falls jemand schreibt jetzt, ey Dave, Doofkopf. Zu Recht in der Situation. Warum achtest du nicht darauf? Ja, weil sie bis jetzt keine Auswirkungen gezeigt hatten. Glaube ich, das erste Mal, dass ich in Imola so abfliege. Wegen dieser Banalität, sage ich mal. Ja, der Vorsprung ist trotzdem riesig. Ich müsste mich gleich noch ein bisschen an der Nase kratzen, aber... Man kann volle Pulle beim letzten Schild bremsen. Also ich habe es jetzt wieder mit so einem Halbding versucht. Da geht noch ordentlich was. Ansonsten, ja, ich bin wirklich Feuer und Flamme für das Teil. Ich liebe es einfach nur. Und ich liebe auch den Sound, wirklich. Ich liebe dieses... Düsenjäger-ähnliche, vor allem wenn man aus einem niedrigen Drehzahlbereich beschleunigt. Ich glaube, das hört man jetzt nach der zweiten Rechtskurve schön. Jetzt. Klingt zwar so ein bisschen künstlich, das klingt ein wenig nach den Autos aus Gran Turismo 5, die ja auch sehr, sehr elektrisch klingen, aber... Oder computergeneriert. Ich finde irgendwie zu dem Motorrad passt das. Wie die Faust aufs Auge. So, die letzte Zeit, die war, glaube ich, ziemlich gut. Wahrscheinlich kein Anwärter für irgendwelche Rekorde, die 1.44.0, aber dürfte trotzdem ganz okay gewesen sein und der Abstand dürfte jetzt deutlicher sein. Ja, 40 zu 32, das ist schon recht gut. P1-2 geht an unser Team, P3-4 an das gegnerische, P5 an uns, genauso wie P8 und die Plätze dazwischen 6 und 7, die holen sich die Gegner. Ja, ansonsten bekommen wir jetzt noch ein schönes Bike. Auf das kann man sich freuen. So, die 848. Ja, die 999 ist aber ein bisschen stärker. Vom Fahrverhalten her tatsächlich nicht besser. Würde man natürlich direkt vermuten, so vom rein optischen her. Ja, die Ducati ist aber auch leichter, also
von den reinen Werten her würde man dieser hier tatsächlich eine bessere Kurvenlage dann auch attestieren, jetzt erstmal, wenn man nur die Werte vorliegen hätte. Ansonsten hier sehr viel mehr Leistung, sehr viel mehr Drehmoment, viel mehr Hubraum. Aber es ist natürlich alles ältere Technologie, deswegen hier ist es ein bisschen effizienter umgesetzt. Boah, da muss ich jetzt überlegen, ne? Ich finde den aber auch echt schick optisch. Aber der kostet halt auch nur 14.000. Wir nehmen die 999R. So. Ich weiß, 999R könnte man auch sagen, aber 999R klingt irgendwie für mich persönlich ganz schön. Ansonsten bräuchten wir die Fahrerplatzierung in den Top 10, damit wir hier in allen Events teilnehmen können. Und im Moment sind wir da noch nicht, sondern wir sind bei Rang 59. Für die Top 10 fehlen uns da noch einige Rufpunkte. 468.000, wir haben fast 400, glaube ich. Oh, ein bisschen weniger. Fast 100.000 bräuchten wir. Das kriegen wir bald hin. Ich überlege auch zwischendurch tatsächlich noch so ein paar Rennen privat zu fahren. Das werde ich, denke ich mal, in die Tat umsetzen, damit wir hier auch die Meisterschaften mitfahren können. Weil das klingt nach etwas, was mir Spaß machen könnte. Und ja, man braucht halt da gewisse Medaillen, eine gewisse Medaillenanzahl, damit man da mitfahren darf. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen was offscreen mache, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, ne? Gut, ansonsten würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif und so auch die Flügel. Gut, vielleicht nicht bei einem Motorrad unbedingt, aber vielleicht habt ihr auch einen Heckflügel am Motorrad, wer weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Ride 2. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.